Hallo und herzlich willkommen beim Sporttalk vom Kurier. Gemeinsam mit meiner charmanten Kollegin der Caro begrüße ich heute zwei tolle Skisportler, die gemeinsam Olympiagold gewonnen haben. Und jetzt sind sie da am Tag des Sports bei uns im Studio. Katharina Linsberger, servus. Hi. Und Stefan Brennsteiner, hallo. Hallo. Ja, Lady First, beginn mit dir, Katharina. Natürlich immer vor einer Saison fragt man, wie war die Vorbereitung? Bist du bereit für das, was kommt? Genau, also nach der Saison geht es immer vor der Saison, also geht es natürlich los. Und ja, wir haben die Vorbereitungen genützt im Sommer. Wir waren zum ersten Mal nach Corona wieder in Übersee. Wir waren in Ushuaia in Argentinien, haben da auch wirklich sehr winterliche Bedingungen gehabt. Wir waren letzte Woche jetzt noch in der Skihalle in Litauen und hoffen und freuen uns jetzt, wenn es mit den Gletschern da bei uns daheim wieder losgeht, weil es ist ja in dem langen 22. Oktober beginnt das erste Weltcuprennen in Sölden. Und ja, von dem her haben wir die Zeit jetzt gut genutzt. Stefan, es ist ja nicht ganz selbstverständlich, dass du jetzt hier sitzt nach mehreren Kreuzbandoperationen. Wie knapp war es, dass du überhaupt noch weitergemacht hast? Oder war das immer selbstverständlich für dich? Nein, selbstverständlich war das nicht mehr. Habe schon Überlegungen angestellt. Für mich war vor allem immer wichtig, wieder hundertprozentig gesund zu werden, damit ich auch nach meiner Karriere mit hoffentlich einmal Kindern und was weiß ich was spielen kann und Sachen machen kann, am Berg gehen kann. Das ist mir Gott sei Dank gelungen nach meinen Verletzungen, dass ich mich immer wieder sehr wohl gefühlt habe. Deshalb bin ich da, weil einfach die Leidenschaft für den Skisport noch groß genug ist. Oder sehr groß ist. Stimmt, ja. Ihr seid jetzt da in Wien, das ist ein Pflaster, wo ihr, glaube ich, nicht so oft seid. Werdet ihr da erkannt? Wie ist das? Ihr seid Top-Stars, Top-Sportler. Es gibt wahrscheinlich Orte, wo ihr mehr erkannt werdet als in Wien, oder? Also heute am Tag des Sports ist es schon nicht leicht, ohne zum erkannt werden da vorbeizukommen. Aber ich sage, es kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Also ja, in Skimontur natürlich. Ich glaube, da gerade wenn ich daheim im Ländle bin, da werde ich natürlich erkannt. Aber in den Städten, da ja, ich sage, da bin ich nicht so oft da. Erwartet mich da auch nicht jeder so oft und das ist dann schon ein Unterschied. Fühlt man sich da als Superstar, wenn man da erkannt wird, oder wie ist das? Also ehrlich gesagt fühle ich mich immer als Katharina und nicht als Superstar. ja, für mich ist wichtig, dass ich das Gefühl vom Superstar dann auf die Piste bringe. Also ganz egal, was im Alltag ist, schlussendlich geht es darum, wirklich meine Leistung auf der Piste zu zeigen und nicht abseits. Aber es freut mich natürlich, ja, wenn ich manchen Kindern wie da mit der Autogrammkarte einfach so Freude machen kann und ihr Funkeln in den Augen sieht, das ist dann schon ganz was Besonderes. Stefan, Tag des Sports, wie gesagt, der ist nur einmal im Jahr. Ist das dann was Besonderes für Wintersportler, dass man eben in die Hauptstadt nach Wien kommt und seine Sportart noch näher bringt den Menschen? Ja, ist schon so. Ich glaube, jetzt als Ski-Alpin-Athlet ist schon sehr präsent, die Sportart auch in Wien. Trotzdem für mich auch, wenn ich da bin. Ich lerne so viele neue Sportarten jetzt ja wieder kennen. Ich gehe da durch das Gelände und denke mir, oh ja, das passt wegen den Kreuzbandrissen, gell? Ja, nein, es ist schon wieder alles gut. Ja, kann ich schon probieren. und das, die Zusammenkunft für die unterschiedlichen Sportarten finde ich einfach cool. Also da kommt jeder Sportbegeisterte, kommt da her oder was mit irgendwie einem Verein, was zu tun hat, ist da und das ist schon eine richtig coole Veranstaltung. Ja. Du bist Weltmeisterin und Olympiasiegerin, hast mit jetzt 25 Jahren so gut wie alles erreicht. Was fehlt? Jetzt schüttelst du den Kopf ein bisschen, was fehlt noch? Naja, alles ist schon wirklich übertrieben. Also es gibt sehr viel. Also ich glaube, das ist schon das Schöne im Skisport. Es geht immer weiter, man kann immer besser werden. Und deshalb, ja, nicht nur ergebnisorientiert, sondern einfach auch orientiert am Skifahren, um mich weiterentwickeln. Und das steht auch momentan im Fokus, um mich da wirklich an der Spitze im Slalom und ja, auch im Riesenslalom. Ich weiß, es gibt einiges zum Tun, das einfach auch zum Umsetzen. Und ich freue mich auf den Winter. Natürlich sind Highlights wie Weltmeisterschaften, wie ja, Kugeln. Es gibt jede Menge, wo man gewinnen kann, und in dem Sinn freue ich mich einfach auf den Prozess, und da geht es um Skifahren.
Du hast ja auch einen neuen bekannten Trainer, den Livio Magoni, der mit Tina Maase und Petra Wollowa zusammengearbeitet hast. Was erwartest du dir davon? Kann man jetzt sagen, nach dem, was du schon erreicht hast, jetzt willst du dir die ganz große Kugel geben, vielleicht? Ja, das ist natürlich leicht gesagt und doch ist ein Prozess, wo ich sage, ich will einfach einmal Schritt für Schritt da weitermachen. Das ist natürlich ein großes Ziel, wo vor Augen ist, aber jetzt heißt es einfach einmal auf die neue Saison gut mit ihm zusammenarbeiten. Es ist schon doch das erste Mal, dass ich einen nicht deutschsprachiger Trainer habe. Es gibt gewisse Herausforderungen, wo ich mir ja, davor vielleicht gar nicht so überlegt habe. Wenn ich dann am Start stehe und Englisch denke, dann muss ich mich wieder daran erinnern, ah ja, das war's jetzt, genau. Und da geht es halt einfach darum, um die gleiche Sprache zu sprechen und da in eine Richtung zu arbeiten. Und ich denke, das war jetzt so in letzter Zeit einfach wichtig, zum sich kennenlernen, zum da gut zusammenarbeiten, zum harmonieren. Und dann kann man da wirklich auch, ja, gut nach vorne schreiten. Also ihr sprecht Englisch miteinander? Genau. Und wie steht es um dein Italienisch? Hast du da schon ein bisschen... Nein, ich habe leider keine Italienischkenntnisse. Die Französischkenntnisse reichen ohne aus. Also da, ja, der Livio lernt mit seinem Sohn ein bisschen mit, was Deutsch betrifft. Aber ja, die Sprache Englisch ist schon eigentlich bei uns beiden die, was wir uns dann am besten kommunizieren und verständigen können. Stefan, du bist ein Riesentorlauf-Spezialist. Geht einem da irgendwann einmal was ab oder ist man da trotzdem ausgefüllt, dass du sagst, ich habe wenigstens einen Fokus und der ist genau auf diese Disziplin gerichtet? Ja, ist das Zweitere. Bin früher andere Disziplinen angefahren, aufgrund von den Verletzungen ein bisschen den Slalom vor allem verloren. Speed-Disziplinen, wo es vielleicht nicht so viel Trainingsumfang brauchen würde, bin ich leider nicht schnell. Also da würde ich immens viel Trainingsumfang brauchen, so viele Stunden hat der Tag nicht. Deshalb ist der Fokus schon sehr am Riesentorlauf. Parallelbewerb ist jetzt auch immer wieder ein bisschen ein Thema, der Teambewerb. Aber Riesentorlauf ist immer schon meine Leidenschaft gewesen, bin immer schon am liebsten gefahren. Und ich bin auch froh, dass diese Disziplin ist, was ich ein bisschen als Grunddisziplin des Skisports bezeichne. Ja. Wie schaut es bei dir eigentlich, apropos Spezialisierung, mit dem Speedtraining aus? Ist also für momentan schon ganz klar die technischen Disziplinen im Vordergrund, Slalom, Riesenslalom. Und was noch nicht ist, kann ja noch werden, aber das ist schon mal noch in der Zukunft jetzt. Bei dir ist es ja so, du bist ausgerichtet auf den Riesentorlauf. Jetzt gibt es mit dem Henrik Christoffersen einen, der einen neuen Ski fährt, von Marcel Hirscher. Den schaut man da ein bisschen so mit einem Seitenblick, wie geht's dem, wie funktioniert das? Was traust du eigentlich diesem Paket zu für den Winter? Ich traue denen schon sehr viel zu. Also es ist eine enorme Aufgabe, was sie sich da gestellt haben. Aber Marcel hat immer schon große Herausforderungen auch gut gemeistert. Ein Ski richtig im Weltcup ganz vorne reinzubringen, ist enorm schwierig. Aber ich traue sie zu, dass das denen im ersten Jahr schon gelingt. Mit dem Henrik haben sie eine Verpflichtung gemacht, was einfach mit der beste Techniker ist oder wahrscheinlich der beste Techniker ist, was es so gibt, wenn du jetzt Slalom und Riesentorlauf betrachtest. Der letztes Jahr 6 Rennen gewonnen. Ja, wenn er keins gewinnt, nachher ist ein bisschen ein Rückschritt wahrscheinlich. Also Podium langt für dich nicht mehr. Ja, aber da bleibt noch mehr Platz für dich. Ne? Wenn es nicht funktionieren würde, nachher bleibt ein bisschen mehr Platz. Das ist gut. Ja, also ich hoffe ein bisschen auf das. Ja. Für Anlaufschwierigkeiten, die sie haben vielleicht. Ne? Ja, werden wir sehen. Also kann leicht sein, dass die, wenn dann erstmal richtig Winter, harter Schnee kommt, noch ein bisschen Probleme haben. Aber das Know-how ist schon sehr groß, was die im Team haben. Also glaube ich, dass das schon relativ gut funktionieren wird. Ich würde gerne mal kurz einen Blick aufs Training werfen. Bei dir, Katharina, kommt es einem nie so vor, als würdest du dir schwer tun, dich zu motivieren. Kommt das doch manchmal vor? Und wenn ja, wie geht man mit solchen Tiefs vielleicht um? Ja, ich meine, grundsätzlich ist es natürlich der Spaß, wo einfach im Vordergrund steht bei mir. Und natürlich gibt es auch mal Rückschläge, Tage, wo es einem nicht so leicht fällt zum Aufstehen. Und
sich selber zu motivieren, aber ich versuche da einfach immer dann nur wieder Kraft schöpfen aus den Phasen, wo ich zur Ruhe komme, wo ich, ja, sei es einmal, einfach einmal was anderes zum Ausprobieren, im Sommer eine andere Sportart, was Abwechslungsreiches oder auch im Winter, dass ich mit, ja, mir hilft der Musik ganz gut, auch mit dem, dass ich Harfe spiele, dass ich wirklich einmal frei werde von anderen Gedanken und dann mich auch wieder neu fokussieren kann. Gibt es ja YouTube-Videos von dir, Harfe spielen. Ist das irgendwie so der Ausgleich, dass du runterkommst, dass du ein bisschen die Spannung loslassen kannst? Ja, genau, es war schon, ja, das seit ich klein bin eigentlich, war das für mich sehr wichtig, dass ich einfach einen Ort finde, wo ich frei werde von meinen Gedanken, einen Ausgleich habe, wo ich einfach, ja, ohne an irgendwelche Sachen zu denken, mich einfach auf die Musik konzentrieren kann, auf die Noten, und das gelingt mir da mit dem Harfespielen ganz gut. Und ja, ich sitze mir immer ganz gern zu meinem Instrument, auch wenn es nicht viel Zeit zulässt natürlich. Es ist ein bisschen zu groß zum Mitnehmen. Also, ich wollte gerade sagen, Handgepäck genau. Über sie rennen, das wird sich nicht ausgehen. Nein, leider nicht, aber ja, wenn Zeit ist und ich daheim bin, dann spiele ich ganz gern. Stefan, punkto Training, Wille, Motivation, glaube ich, braucht man da auch nichts vormachen. Wer so oft zurückkommt von Verletzungen, der hat einen eisernen Willen und der kann sich motivieren. Was macht es da aus, dass man da immer wieder dran bleibt? Ich glaube, jetzt als Spitzensportler ist es doch ein bisschen einfacher, was das betrifft. Es ist, wenn man die Grundmotivation vielleicht einmal verliert, was man. Ich mache generell gern Sport. Ich liebe Skifahren, das ist eine Riesenleidenschaft da, da muss ich mich normal nie motivieren. Aber wenn es einmal sein sollte, dann sagt man sich, hey, es ist dein Beruf, tu gescheit. Also dann kommt man eher über den Kopf, ne? Ja, dann muss man einfach drüber fahren. Also, nein, aber Scherz beiseite, es ist bei uns auch enorm wichtig, dass wir wissen, wie viel trainiert man. Also nur Training geht nicht. Wenn man ohne Regeneration besser wird, dann könnte es jeder. Also man muss einfach den Gap so super schaffen zwischen Belastung und aber dann doch wieder Regeneration. Wer am meisten trainiert, ja, ist vorne, aber wenn man nicht mehr regeneriert und müde ist, dann wird man irgendwann ein großes Problem kriegen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Die Motivation ist teilweise bei Spitzensportlern, glaube ich, eher zu hoch zum Trainieren. Es geht ja dann auch oft darum, dass man zum richtigen Zeitpunkt wirklich da ist. Also apropos Kopf, bei dir, Katharina, kommt es oft einem so vor, als ob du wirklich zum richtigen Zeitpunkt das abrufen kannst. Was macht dich da mental so stark? Ich glaube, es ist vorwiegend einfach der Spaß, wo ich habe, dass ich mich fokussieren kann, dass ich sage, und ich will jetzt wirklich im entscheidenden Moment die richtige Bewegung auszuführen, da meine Bestleistung zu erzielen. Und das ist ein gewisser Nervenkitzel, der natürlich dann auch zum Spüren ist. Und gerade wenn ich an Olympia denke, wo der letzte Lauf war, wo ich wirklich gemerkt habe, und jetzt, wo es um die Goldmedaille gegangen ist und ich will jetzt die unbedingt, wo ich am Skido raufgefahren bin und da noch die Jacke vom Johannes angehabt, dann haben wir gedacht so, jetzt muss ich irgendwie, was nicht nur für mich, sondern für mein Team und ja, für uns alle, für Österreich, ich war da irgendwie auch selber so, dass ich mich gepusht habe und mir gedacht habe, ja, ich will das unbedingt. Und ja, oft einmal sind es dann so Situationen, wo ich mir einfach vorstelle, jetzt ist entscheidend und jetzt nützt die Chance, und dann geht es so, Gott sei Dank, oft einmal gut. Du hast die Leistung ja auch auf den Punkt gebracht bei Olympia im Teambewerb. Bist du stolz darauf, dass dir das so gelungen ist? Quasi den Fokus stolz so, bei der Leistung? Stolz ist immer ein heftiges Wort, sage ich mal. Der Druck ist da natürlich ein bisschen anders. Also wenn 3-4 Leute von dir abhängig sind, beziehungsweise du nachher eigentlich von den ganzen für die ganze Nation fast, weil wir sind als Team Österreich antreten. Und ja, vor dem Finallauf, ich habe es jetzt zur Kathi schon ein paar Mal gesagt, habe ich Kathi angeschaut und ich habe das gesehen, was sie gerade gesagt hat. Ich will das jetzt richtig. Ne? Ich darf jetzt nicht versagen. Frauen darf man dann nicht widersprechen. Ich werde jetzt kein Blödsinn dran. Und nein, es ist nachher gut, dass das an dem Tag so gut gelungen ist. Mein Material war perfekt abgestimmt. Und
habe dann nachher auch einfach liefern können und habe nicht viel mit was anderem kämpfen müssen. Wie ist das, eine Medaille im Teambewerb und im Einzel? Man sagt, Einzel ist vielleicht höherwertig, glänzt die anders oder ist dir das egal? Ich finde schon, es ist eine Goldmedaille auch, ja, natürlich. Es ist eine gewaltige Leistung gewesen, also war richtig ein cooler Tag, was wir gehabt haben. Was vielleicht ein bisschen das für mich im Kopf mindert, ich trainiere das ganze Jahr sehr stark Riesentallauflastig und investiere für das vielleicht noch mehr, als was ich jetzt für den Teambewerb investiert habe. Das ist das Einzige, für mich selber, sage ich jetzt einmal. Dass einfach der Parallelbewerb zwar trainiert wird, aber nicht ganz so auf einem hohen Niveau schon ist, als wie jetzt der Riesentallaufsport bei uns ist. Vielleicht noch ein anderes Thema, das euch sehr betrifft, das uns alle betrifft. Ihr seid beide sportverbunden, ihr seid beide naturverbunden, nehme ich an. Der Skisport ist ein Sport, der stark von der Umwelt und von den Wetterbedingungen abhängt. Die Temperaturen werden immer höher, die Schneesicherheit wird immer weniger. Hat man da manchmal Angst, dass einem der eigene Beruf unter den Skiern wegschmilzt quasi? Ja, also ich sage, wenn der Winter so gut wird, wie der Sommer heuer geworden ist, dann sollte man diesbezüglich kein Problem haben. Aber natürlich, ich sage, es ist, war heuer nicht leicht, sage ich mal, auch mit den Trainingsbedingungen auf den Gletschern. Und ich denke, wir sind da schon gefordert, auch in Zukunft, dass wir einfach gute Möglichkeiten haben, uns vorzubereiten und dann somit auch die gesamte Saison gut trainieren können. Und ich hoffe, dass es ein schneereicher Winter gibt. Wird man in Zukunft vielleicht immer öfter wieder ausweichen müssen nach Übersee, andere Gletscher, hohe Gebiete irgendwo in die Winterregionen? Ich denke sicher, dass es ein Thema wird, oder? Zum sagen, wir waren vor Corona schon immer auf Übersee. Es waren jetzt die letzten 2 Jahre, wo wir da waren, wirklich sehr gut. Wir haben da gut trainieren können auf dem Gletscher. Wir waren jetzt in der Skihalle in Litauen, also das war schon geplant, aber natürlich, es ist immer, sage ich mal, so, dass man fast so ein bisschen Backup, Plan B braucht, zum sagen, ja, wenn es nicht geht bei uns, dann ist wichtig, dass man gut aufgestellt ist. Wie beobachtest du diese Entwicklung, der Klimawandel, es wird immer wärmer. Machst du dir da irgendwie Sorgen um deine Sportart oder generell halt auch um den Sport? Also auch nicht nur Spitzensport, sondern die Breite? Ja, mit Sicherheit. Also wenn die Klimaerwärmung so weitergeht, wird der Skisport früher oder später Probleme kriegen. Braucht man uns nichts vormachen. Es ist trotzdem so ein schöner Sport, finde ich, das schon sehr viel Mühen auch auf sich genommen werden sollten, finde ich. Es gibt auch ganz viele andere Bereiche, wo Probleme kriegen und wo man aber trotzdem auch Lösungen findet. Also beim Skisport sind jetzt die Snow Farming, was immer wieder betrieben wird mit Abdecken, was ich eine sehr gute Variante finde. Man haltet einfach den Schnee auf. Sehr wenig Energie wird da verschwendet sozusagen. Weil man braucht auch viel weniger mit den Schneekanonen machen. Und es sind sehr gute Überlegungen schon. Aber wenn man natürlich 20, 30, 40 Jahre vorausdenkt, weiß ich nicht, wie es werden wird. Also wir werden noch weiter in die Höhe im Winter raufgehen müssen. Nichtsdestotrotz, es ist so ein gewaltiger Sport und ich glaube, er wird noch, solange es möglich ist, aufrechterhalten bleiben. Ein anderes Thema bei der Zukunft des Skisports ist aber auch die Preisentwicklung. Also es gibt Tagespässe in Österreich, die 60, 70 Euro kosten. Es kann sich einfach nicht mehr jeder leisten, Skifahren zu gehen. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass man in ein paar Jahren noch Skifahren lernen kann, so wie ihr oder wir alle das gelernt haben? Oder ist das was vielleicht einer exklusiven Gruppe übrig bleibt? Ja, meiner Meinung nach, ich sage, Skifahren ist die Wintersportart in Österreich. Und ich finde, es soll auch wirklich jedes Kind die Möglichkeit haben, die Sportart erlernen zu können und ausüben zu können. Und es ist natürlich eine wirtschaftliche Frage, die sicher nicht nur den Skisport betrifft, sondern uns im Allgemeinen, auch in der momentanen Situation. Und da hoffen wir, dass es sich in eine gute Richtung entwickelt.
Aber es ist jetzt so, ich meine, wir sind in Wien, da haben wir nicht so viele Berge, wo wir vor die Haustür gehen können. Das heißt, so Schulkinder, die müssen halt Skikurse machen. Ne? Auch das ist ja etwas, was ja in der Vergangenheit immer wieder gepflegt worden ist, eben auch Leute an den Skisport zu bekommen, die sonst keine Berge vor der Haustür haben. Kann das wegbrechen womöglich? Seht ihr da irgendwie die Gefahr, dass dann vielleicht wirklich der Westen kann Skifahren gehen, weil die Berge da sind, aber der Osten dann nicht mehr? Ist das? Ja, natürlich ist der Skikurs an sich, wird an sich schon langsam schwierig werden. Es muss da Projekte geben, damit man die Skipässe oder die Rentals einfach fördert, damit vor allem für den Osten das auch ermöglicht wird. Jetzt, es gibt viele Saisonkarten bei uns, wo es einfach noch relativ gut leistbar sind. Der Skibaus-Salon wäre ja nicht das Problem, weil 60, 70 Euro für einen Skibaus, jeder geht im Urlaub vielleicht einmal Jetski fahren oder irgend sowas, der kostet eine halbe Stunde 60, 70 Euro. Da der Vergleich wieder. Aber das spricht der Experte vom Sommertraining. Aber in Amerika, der Skipass ist weiter stimmt, anders als wir. Das Problem ist noch das Rental dazu dann noch, was sehr teuer wird. Ich glaube, es wäre eine Herausforderung, dass da einfach Projekte gibt oder was da gestartet werden. Rainer Schönfelder hat da ein super Projekt, finde ich, am Laufen mit seinem Hotel, was er hat, um das möglichst kostengünstig für Familien zu ermöglichen. Ich glaube, da kommen Sachen, damit das in Zukunft auch noch möglich sein wird. Weil du gesagt hast, es wird vielleicht dann die Schneegrenze immer weiter raufgehen. Hat man da irgendwie im Hinterkopf, manche Skigebiete könnten da vielleicht auf der Strecke bleiben, die nicht hoch genug sind? Ja, mit Sicherheit, oder? Also ich sage, natürlich wird es schwer werden für die tiefliegenden Skigebiete zum den Schnee aufarbeiten. Also ja, ich denke da gerade an mein Heimat-Skigebiet, die kämpfen natürlich da nur oft mit dem Schnee, dass er kommt im Winter, aber doch... Wenn ein guter Winter ist, dann ist es möglich und ja, man kann nur hoffen, dass Frau Holl es gut mit uns meint. Und Entschuldigung, ganz viele Skigebiete werden sich wahrscheinlich anders orientieren und fangen. Absolut. Ich sehe es bei uns zu Hause am Kitzsteinhorn, das ist ein Gletscherskigebiet eigentlich. Ja. Ist seit 10 Jahren kein Gletscherskigebiet mehr, haben aber im Sommer fast gleich viel Eintritte wie im Winter. Also da sind sehr viele Touristen, was das so nützen. Die ganze Bike-Szene. Also die Bahnen sind nicht verschwendet dann. Also ich glaube, wenn man wirtschaftlich gut denkt, kann man sich anders orientieren und muss sich halt dann auch adaptieren sozusagen. Umgelegt auf einen Ganzjahrestourismus quasi, genau. Ne? Dass das dann nicht mehr so ins Gewicht fällt. Vielleicht zum Abschluss, apropos guter Winter, wenn wir jetzt Ende der Saison wieder hier sitzen würden, was müsste passieren, damit du von einem guten Winter gesprochen hast, also sportlich jetzt gesehen? Möglichst viele gute Riesendorlauf-Durchgänge fahren. Klingt gut, wie schaut das bei dir aus? Ja, genau so, also Slalom, Riesenslalom, einfach meine Leistung zum richtigen Zeitpunkt abrufen können und ja, im Ziel, wenn man mich strahlen sieht, dann ist es meistens sehr gut. Und vielleicht eine ganz große Kugel, kann man die dann auch? Keine Eiskugel, sondern eine. Naja, also ich sag. Also machst du das nicht abhängig, ob du dann zufrieden bist oder nicht? Schlussendlich bin ich glücklich, wenn ich das umsetzen kann, was ich mir vornehme. Und es ist dann natürlich auch immer ein bisschen Glückssache zum Schluss. Ja, geht's, wie weit es tatsächlich geht, aber. Ja, ich sag, wenn ich da sitzen kann und weiß, ja, ich habe wirklich meine beste Leistung gegeben, dann kann ich schon happy mit mir sein. Stefan, wenn du sagst, zwei gute oder sehr gute Läufe, vielleicht an einem Tag, dann kommt der Sieg raus. Welchen Klassiker willst du unbedingt gewinnen? Wenn du die Wahl hättest, du kannst ein Rennen aussuchen in diesem Kalender, da wirst du gewinnen. Was wäre das?
Ja, braucht man nicht mehr lange warten. Nein, Ergebnisziele sind bei mir immer sehr schwierig. Gewinnen muss sowieso passieren. Sölden wäre schon sehr schön, wenn das gelingen würde. Zu Hause einen Riesentallauf zu gewinnen, das nur als erstes Rennen, ist natürlich für uns Riesentallauf, was jetzt auch Medienpräsenz und so weiter betrifft, das Größte eigentlich. Okay, dann danke, liebe Caro. Danke euch beiden fürs Kommen. Viel Spaß noch beim Tag des Sports und mögen alle Vorstellungen und Ziele in Erfüllung gehen. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, und danke fürs Zusehen. Ich hoffe, Sie haben viel mitnehmen können von diesem Interview und ja, hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder beim Sporttalk. Bis dahin, auf Wiedersehen.